Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit dem zweiten Teil von Pierres Autocross-Renner, Buggy, Rennwagen. Im ersten Teil habt ihr ja schon jede Menge Technik gesehen. Jetzt wird es interessant, weil heute seht ihr noch zusätzlich A. Ich hoffe, ich darf vielleicht auch eine kleine Runde fahren. Schauen wir mal, wie du dich anstellst, beliebt bist. Soll nicht ganz so einfach sein. dann würde ich persönlich auf jeden Fall gerne dich mit dem Fahrzeug einmal eine 0-100 testen lassen. Weil ich könnte mir vorstellen, auf Schotter mit Allrad könnte das schon wirklich schnell sein. Und dann wollen wir natürlich auf jeden Fall dich in deinem Element noch ein bisschen sehen und wollen ein bisschen sehen, wie du hier auf dem Ring so ein bisschen fliegen wirst. So machen wir das. Pass auf, ich würde vorschlagen, du setzt dich schon mal rein. Pierre hatte gerade vorgeschlagen, wir machen so eine kleine Streckenbegehung, nur dass wir faul sind und fahren. Das heißt, wir können uns so seitlich drauf platzieren und fahren mit dir ein bisschen über die Strecke. Ne? Aber vorher würde ich einmal sagen, wir haben das Ding ja noch gar nicht gehört und nix. Ich würde sagen, du kannst ja schon mal Platz nehmen. Oder auch so starten, wie du magst. Und wir, oh, mit den Schuhen in den Carbonsitz rein. Ja, das ist leider. Das lässt sich schwer verhindern. Ach, ein Bild. Tatsächlich wie ein Motorrad. Klingt noch 1 zu 1 genauso, ja. Wie ist das jetzt normalerweise? Würdest du den jetzt irgendwie warm fahren, warm laufen lassen? Oder wie macht ihr das im Betrieb normalerweise? Der läuft warm, ja. Da haben wir so gar keine Möglichkeit. Wenn wir zum Rennen fahren, fahren wir in den Vorstart und müssen dann auch direkt losfahren. Ne? Das heißt, du musst den schon rechtzeitig anmachen, damit du den warm laufen lässt. Ja. So, aber normalerweise kannst du jetzt einfach Kupplung treten und am Hebel ziehen nach hinten. Sind die 6 Gänge und wieder 6 nach vorne. Ja. Okay. Ich würde sagen, willst du links oder rechts sitzen? Ist mir egal. Hast du eine stärkere Seite? Ich gehe rüber. Alle bereit? Jo. Jetzt die Strecke ganz anders erwartet. Muss ich ehrlich sagen. Was auch immer das bedeutet, aber. Ja, das bedeutet eher, dass ich von meiner Seite aus jetzt auf jeden Fall weiß, ich werde hier auf jeden Fall nicht schnell fahren, weil die ist ja doch so breit und so lang und so gerade, dass du hier schon richtig Geschwindigkeit drauf kriegen musst. Ne? Ja. Also ich hätte gedacht, das ist deutlich mehr wie so eine Motocross-Strecke. Okay. Nee, also nee, so also enger, mehr Hückel und so also weiter. Es gibt ja schon so wie hinten die Kurve, hast du ja gesehen, die enge Kurve, die ist dann breit und wird plötzlich ganz eng, ja, was ja auch sehr schwierig ist, aber es sind natürlich auch viele Bereiche, die sehr, sehr breit sind, ja, auch wenn man nur eine schmale Spur braucht, aber an für sich. Ja, aber ich glaube ja schon, da muss man richtig draufhalten, ne? Weil wenn man überlegt, was sind das, 100, 200 Meter? 200 Meter, ja, ich mal tippen, ne? Ja, ja. Da wirst du mit dem Ding ja wahrscheinlich garantiert 150, 140? Ja, wir am Turm sind wir meistens zwischen 130 und 140 laut GPS, so das ist so das, was man, der Rest ist dann Schlupf, ne? Und dann habe ich ja immer so ein bisschen Angst, wenn der Untergrund so krass unterschiedlich ist. Naja, du siehst ja auch, jetzt ist hier so aufgefüllt worden, dann hast du Wellen drin, wo das Auto leicht wird. So. Das ist schon sehr speziell. Ja. Wenn ich mir dann überlege, mit, keine Ahnung, was hat man in der Kurve, immer noch wahrscheinlich 80 drauf, 60, 70, 80 so. Die Kurve ist relativ langsam, also ich hätte eher gesagt so 40, 50. Also geht man schon relativ doll runter. Ja. Aber dann halt im Drift und dann Bodenwellen, genau, und auf dem Gas und so. Boah, ich werde es nicht probieren. ja, nee, also geil wäre, was mich schon freuen würde, ist, wenn ich einfach eine Runde so mal einfach nur so rüber juppeln könnte.
Gibt es irgendeinen Gang, den du empfehlen würdest, was so am meisten Spaß macht? So, weil erste, zweite wirst du wahrscheinlich eigentlich gar nicht brauchen, nur zum Losfahren. Und dann wahrscheinlich nur dritte, vierte, einfach so ein bisschen. Genau, dritte, vierte ist vollkommen okay. Ja. Wenn man dann eine niedrige Drehzahl, eine mittlere Drehzahl hat, dann ist man, hat man schon ein zügiges Tempo, also, dass das weht. Und, ich will eh nicht beschleunigen. Nichts. Kann ich irgendwas radikal falsch machen? Tja, ich glaube nicht. Nein, Autofahren kannst du, sequenzielles Getriebe hast du auch schon mal gesehen. Muss ich mit Unterbrechung hochschalten oder kann ich auch klassisch mit Kupplung schalten? Nee, klassisch. Gerade bei niedrigen Drehzahlen ist klassisch. Kann ich ganz normal klassisch einfach, genau. einfach ganz normal fahren und so weiter. Was ich eben auf der Probefahrt schon gesehen habe, wo ich selber erst gar nicht mehr dran gedacht habe, ist ja Motorradgetriebe. Das heißt, erster Gang nach vorne und dann nach hinten alle. Ne? Richtig, genau. Ich setze mich mal rein. So, ich muss der René mal meinen Schlüssel geben. Jetzt kommen wir nicht nach Hause. Das hatten wir sogar schon mal. Ne? Wir haben gesucht, aber nicht verloren, ne? Ja. Ja, doch, verloren, bis wir ihn gefunden haben. Ja. Stimmt, beim letzten Treckerrennen. Beim letzten Trecker wollten wir wirklich danach losfahren und Schlüssel weg. Und dann haben wir das ganze Feld nach dem Schlüssel abgesucht. Hier, falls wir übrigens die suchen, ne? Die hier im Feld. Die brauchen wir gleich noch für die 0-100. So, und jetzt trittst du da echt auf die Sitze? Das kriege ich nicht hin. Ja, wenn du gelenkiger bist, dann geht das auch so. Er kann das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Nee, da auch auf Carbon drauf treten. Ja, der ist recht nicht stabil. Junge. Aber die ersten zwei Male fielen auch schwer, ja. Bisschen eng, oder? Nö. Geht eigentlich. Also es sieht enger aus, als es eigentlich ist. Drehen wir noch mal einmal. Du hast den Strich nach unten. Nee, den meine ich. Ah. Okay, verstehe. Ja, gar nicht drauf geachtet. Das Kabel ruhig nach oben. Ja, perfekt. Die 12 Uhr Markierung. Muss ich hier irgendwie. Jetzt muss ich den ziehen, den silbernen. Ja. Jetzt ist es fest. Also das Gaspedal und Bremse ist natürlich schon. Ja, mit Turnschuhen ist das geil. Genau, das also breiter genau. Hätten meine Schuhe auf jeden Fall nicht sein. Die Schuhe sind immer sehr schmal, das geht denn, das kann man. Ich habe aber heute Morgen mit Absicht schon schmale Schuhe angezogen, weil ich das schon so ungefähr so befürchtet hatte. Ne? Ja. Aber sie hätten tatsächlich noch schmaler. Beim normalen Auto hast du den Antrieb nicht direkt daneben. Ne? 6-Punkt-Gurt ist Pflicht hier? Ja. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob ich ähnlich schlank bin. Naja. Also wenn du da nicht reinpasst, dann müssen wir uns Gedanken machen. Weil ich nehme mal an, Sitz und so kann man definitiv nicht verstellen. Das ist das ist fest. Das ist alles fest. Wie ist das so mit Fahrtwind? Kommt da viel? Ja, alles, was durchs Gitter durchpasst. Ist schon mal irgendjemand anderes mit deinem Auto gefahren? Nein. Geil. Grundsätzlich frühestens, wenn es verkauft wird. Vorher kommt das eigentlich nicht vor. Also ich bin wirklich. Alles gut, ist ja für einen guten Zweck. Ja, nee, ich bin zaghafter Fahrer. Wir wollen ja hier eine gute Werbung für unseren Sport machen. Ich habe auch selber wirklich schon auf der Probefahrt Respekt vor der Strecke bekommen. Weil ich weiß, dass diese Strecke wird einem verleiten, brutal schnell zu fahren, aber es kann auch brutal schnell in die Hose gehen. Ne? Genau, der Grat zwischen das klappt und das klappt nicht ist schmal, ja. Geil. Okay, so, pass auf. Also, wir treten die Kupplung. Jetzt müssen wir hier theoretisch erstmal. Genau, machst du ein bisschen Strom. Ausmachen theoretisch auch nur so. Draußen.
können wir uns besser unterhalten. Also ich muss auf jeden Fall das Lenkrad nicht gerade drauf gesteckt haben. Ja, das kann passieren, ja. Das irritiert mich so sehr, dass ich einmal anhalten musste, ja, um das einmal gerade zu stecken. So, was ich krass finde, ist das Sichtfeld. Da muss man sich, das wird dir gar nicht mehr auffallen, ne? Das ist irgendwann weg, genau, ja. Das Gitter und sowas, das ist alles nicht mehr, ja. So, aber gefühlt guckt man ja wirklich nur gegen die Stange. Also, und ist hölle laut hier drin. Also ist ja wirklich, du hörst ja eigentlich nur Motor von hinten, alles vibriert und so weiter, ne? Aber sonst fährt extrem sicher. Also du fährst ja wirklich fünfte Gang, keine Ahnung, 50, 60, 70 und denkst eigentlich, du stehst noch lange, ne? Also geil wäre, was mich schon freuen würde, ist, wenn ich einfach eine Runde so mal einfach nur so rüber juppeln könnte. War eine große Runde. Reicht auch schon. Also ich merke auf jeden Fall, alles, was du jetzt noch schneller fährst, habe ich definitiv nicht die... Ja, also ich würde mir vorkommen, als wenn es nicht kontrolliert ist. Was witzig ist, es fährt tatsächlich so wie diese alten Quadros auf Schnee, dass du lenkst ein und er untersteuert ja erstmal. Du musst ihn dann ja schon mit ein bisschen Gas ins Übersteuern bringen. Und ich bin ja vielleicht die ganze Zeit zwischen 5.000 und 8.000 Drehungen gefahren. Ich weiß nicht, das hat so ein Motor 150 PS waren das vielleicht, wenn es hochkommt so, ne? Ja, genau. Also bis 10 auf 50 dreht er. Und die Höchstleistung hat er ungefähr bei 9, 8 ungefähr circa. Krass. Ich steig mal aus. Ja, die GoPro hat hier oben auch super gehalten. Umgekippt, ey. Ja. Wie am besten aussteigen? Genau. Erst den Kopf raus, ja. Und dann setzt du dich da oben auf die Kante. So lange Beine. Ja, auf jeden Fall danke für die Fahrt. Ja, bitte. Macht mega Laune. Ist cool, ne? Also,
ist nur gefühlt gegenüber, wenn du Rundstrecke auf Asphalt fährst, fühlt man sich auf Asphalt irgendwie einfach sicherer, weil du einfach gerader fährst, sage ich jetzt einfach. Ne? Und hier merkt man ja schon irgendwie, dass man die ganze Zeit so an der Traktionsgrenze sich dann bewegt, ne? Und das Auto ja auch so richtig in die Kurve reinzwingt. Und dann noch dazu kommt diese Unebenheiten. Und ich habe da immer so ein bisschen Respekt, dass wenn so im Drift und dann noch Unebenheit oder so, ich meine, dass man merkt sofort, gefühlt auch je schneller man dann wird, dass dann ja erst das Fahrwerk so richtig anfängt ich zu arbeiten. Ich wollte gerade sagen, wenn du so langsam fährst, dann ist das wesentlich unruhiger, als wenn man schnell fährt. Ja, genau. Also man merkt richtig, wenn es dann so langsam losgeht, mal unter Last in so ein Schlagloch rein und so weiter. Aber ich glaube, es verleitet auch dann irgendwann noch schneller, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Und da hier noch Rennen gefahren werden müssen, lassen wir das an der Stelle lieber. Und Pierre zeigt uns, wie das geht. So, aber trotzdem, geniales Erlebnis. Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass man da Bock drauf hat. Ich habe auch direkt alles, also die ersten Steine schon im Mund drin. Also ich will nicht wissen, wie das ist, wenn da 10 Leute gleichzeitig fahren. Ne? Das muss ja dann nochmal komplett... Dann wirft noch einer, genau. Das warst du jetzt selber und dann sind noch welche vor dir im schlechtesten Fall, die dann noch was werfen. Ja, genau. Krass. Dann krasselt das manchmal ganz schön. Okay. Wie ist Akustik von draußen? Mega. Wie Motorrad, ne? Mhm. Mega, ist gut. Ja, ich würde sagen, wir starten mal und probieren mal, ob eine 0-100 geht. Wie warm war er jetzt? Also ich habe nicht mehr als so 85 gesehen immer. Ich fahre vielleicht noch mal eine oder zwei Runden langsam und dann... Noch mal warm fahren, ne? Nachdem ich so langsam jetzt gefahren bin. aber meinst du echt, das geht hier? So? Würde ich behaupten, ja. Krass, cool. Bin gespannt, ob das Gerät das überlebt, aber dafür haben wir es ja, ne? Okay, wir bringen mal kurz die Kameras an und dann geht's weiter. Willst du jetzt direkt mit Launch Control, volles Palett oder wie startest du überhaupt? Ja, das klang auf jeden Fall gleich mal ganz anders, ne? Ja, brutal. Aber die Launch Control war geil, weil war nicht so ein Knall-Puff-Peng, sondern richtig, also hörte sich fast an wie so eine Turbo-Launch Control, obwohl kein Turbo da ist. Pass auf, wir gehen mal lieber hier. Nicht, dass er hier gleich doch. Jetzt die spannende Frage, sind alle Kameras da geblieben? Halt irgendwie, das ist ein Auto, das ist genau dafür gemacht, ne? Ja. Weißt du, so ist irgendwie so ein Body mit vier weit abstehenden Rädern, mit viel Federweg, breite Spur, schmale Reifen, was ja auf so einer Strecke immer, ja, man sagt halt einfach, dass ein schmaler Reifen sich bei losem Untergrund einfach krasser in Boden krallt, weil es einfach mehr, ja, wie soll man sagen, es ist mehr Gewicht pro Fläche und somit sich einfach weiter reinkratzt, übertrieben gesagt. Ja, aber echt eine 4,71 auf 100. Das ist echt gut, ne? So, wenn ich mir jetzt überlege, das ist eine Zeit, wo der ein oder andere Sportwagen schon so auf 100 braucht, auf trockener Straße. Mhm. Und ihr kennt das ja, wie so ein Auto, was 4 Sekunden fährt, nach vorne geht. Und das auf dem Schotter, wo das Ding ja schon merklich durchgedreht hat, ist schon wirklich, das ist schon krass. Ja. Staubig in Deutschland, ne? Brutal. Also erstmal, was ich richtig krass finde, ist die Klangkulisse. Es hört sich von außen als gar nicht so an, als wenn du fährst und Gas gibst, sondern es hört sich so mehr oder weniger, als wenn du so Dauervolllast fährst und das alles nur übers Lenken so machst. So klingt es so ungefähr so, ne? So, und was auf jeden Fall richtig krass ist, ist diese Welle hier immer. Weißt du, sieht zumindest von außen so aus, wenn du hier runterkommst und dann nach rechts... Da sieht das immer wirklich so aus, dass einmal so eine Welle... Ja, die ist schon, genau, weil das relativ schnell ist. Die Welle ist schon besser wie sonst, also oftmals ist die tiefer. Ja, Das hebelt einen immer ganz schön aus. Ja, das sieht wirklich schon
sieht krass aus. Und man sieht halt wirklich jetzt extrem, wie du das Auto ja wirklich, den Buggy, vor der Kurve schon immer richtig anstellst. Ne? Genau, also deswegen, was ich vorhin meinte, man braucht keine Handbremse. Ja. Na, also ja, im Rallye-Sport gar keine Frage, diese engen Kehren, da geht das nicht andersrum, gerade mit den Autos, die sie fahren. Aber hier musst du diese Aufgabe vorher erledigen. Ne? Und das kommt durch den Lenkimpuls vor oder wodurch kommt das Auto immer so? Lenkimpuls und die Geschwindigkeit bzw. die Schwerkraft auf. Ne? Ja, ja. Und sonst aber gutes Gefühl? Alles gut, ja. Alles happy. Krass. Gut vorbereitet für nächste Woche, hoffe ich. Läuft, sagst du. ja, also weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sprachlos ein bisschen. Ist schon echt cool, ja. Also sieht schnell aus. Ich persönlich finde, es sieht gefährlich aus. Also ich finde definitiv, dass es gefährlicher aussieht als auf der Rundstrecke im Auto. Ja. Finde ich einfach so. Ich denke mal, das liegt aber auch daran, dass man selber von außen nicht einschätzen kann, ist das jetzt gerade schon viel Schräglage für das Ding? Ja, ne? Oder lacht sich das Ding eigentlich noch tot, ne? Weil du noch voll im Regelweg vor dem Schlusshemper eigentlich bist. Ne? Kriegen die eigentlich Temperatur? Aber doch, tatsächlich. Ja, ein bisschen, doch, ja. Also wenn du jetzt noch 100 Runden fährst, dann wird der Boden auch schwarz. Echt? Ja, der Lehmboden, ja, jetzt ist das relativ, deswegen staubt das so doll, weil die Bahn gerade gemacht wurde in Anführungsstrichen. Das heißt, die Löcher wurden mit losem Sand aufgefüllt. Mhm. Aber wenn sich das rausfährt, dann wird die ganze harte Lehmobere Schicht, die wird richtig schwarz vom Gummi. Ja. Krass, naja, echt witziger Sport. Wir haben übrigens genau 79 Meter gebraucht, 0-100, für die 4-7. Ja, also war meine Schätzung mit 80 Metern gar nicht so, es kommt nämlich bei knapp 5 Sekunden immer so hin. Nee, Wahnsinn. Da fällt mir ein, wir können gleich auch nochmal gucken, was VMAX war. Das hat die nämlich auch drauf. Wobei, nee, bist ja gar nicht gefahren. Du bist ja dann vom Gas gegangen. Ja, also ich muss sagen, extrem cooles Hobby. Also ich kann mir schon vorstellen, man muss jetzt auch immer noch dazu sagen, aktuell bist du alleine hier auf der Strecke. Mhm. Und es ist schon staubig. Also es ist schon so staubig, dass wenn wir von hier gucken, man das Auto schon gar nicht mehr sieht. Ich will nicht wissen, wie viel sind auf der Strecke zeitgleich drauf? 10 Fahrzeuge sind zugelassen, also maximal 10 gleichzeitig. So, wenn die 10 gleichzeitig vom Start losfahren und auf 100 Meter erstmal fahren? So einen Staub gibt es eigentlich nicht beim Rennen. Ne? Mhm. Also dann wird gewässert, es wird immer regelmäßig gewässert, dann haben wir einen Wasserwagen da, dann sind die Bodenverhältnisse noch ein bisschen anders. Ja. Also so schlimm soll es eigentlich nicht sein, das wäre nicht fahrbar sonst. Ne? Also ganz ohne Sicht geht es nicht. Nee, aber mein Respekt für diese Sportart auf jeden Fall. Ich hoffe, wir konnten mit diesen beiden Videos diese Sportart wieder ein bisschen nach vorne bringen. Ist ja eine richtige Rennserie. Wird auch deutschlandweit, europaweit gefahren. Mhm, europaweit, ja. Mal gucken, wer von euch diesen Sport auch betreibt. Ja, ich würde sagen, danke Pierre, dass du uns dieses Erlebnis gezeigt hast. Gerne. Dir noch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit dem Gefährt und bei den zukünftigen Rennen. Wir gucken jetzt, dass René noch ein bisschen cinematisches Erlebnis einfangen kann vielleicht. Aber ich glaube, es kann niemals so rüberkommen, wie das Ganze live rüberkommt. Also live sieht schon krass aus. Ja, finde ich auch. Ich bin happy. Ich würde sagen, vielen Dank. Super. Bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Die innen drin war. Müssen wir gleich mal suchen, weil die Kamera fehlt noch.